Ja, ihr seht richtig, genau das werden wir machen. Wir werden in diesem wunderschönen Format, was es natürlich auch noch von den anderen Typen geben wird, alle Pokémon ganz kurz bewerten mit einer Zahl von 0 bis 10. Das Ganze war eine Idee von Kinemat49. Vielen lieben Dank. Du hast mir einfach eine Vorlage gegeben für 18 Videos. Das ist sehr, sehr freundlich. Deswegen vielen lieben Dank. Und zusätzlich ist das Video auch noch von Totally Not Mark inspiriert. Der hat quasi jede Dragon Ball Folge mit diesem Ranking-System gerankt und dann kurz was dazu gesagt. Von dem her, das ist unten in der Videobeschreibung auch mal verlinkt. Das Ganze ist natürlich meine Meinung und das ist aber auch zum Großteil einfach mit ein bisschen Spaß gemixt. Deswegen seht das Ganze nicht so ernst, wenn da eventuell ein Pokémon nicht so gut wegkommt, welcher mir eine glatte 10 gegeben hättet. Von dem her, heute gibt es den Stahltypen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Strawpoll, da könnt ihr abstimmen. Wichtig ist, ihr könnt für mehrere Typen abstimmen und ich werde dann höchstwahrscheinlich so machen, dass die ersten 3 oder die ersten 5, die aus dieser Liste dann rausgehen, die nächsten Videos werden und dann also nach der Reihenfolge. Von dem her, stimmt da unten gerne ab. Wichtig, bevor ihr euch fragt, wo manche Pokémon hier sind, ich nehme hier nur Pokémon dran, die den Stahltypen als Primärtypen haben. Alle, die ihn als Sekundärtypen haben, kommen in einem anderen Video über ihren Primärtypen dran. So verhindere ich einfach, dass Pokémon hier mehrmals drankommen. Lasst dem Video gerne eine positive Bewertung da. Das ist wahrscheinlich ein bisschen viel Arbeit, was ich mir hier mache. Aber das ist in Ordnung. Da habe ich Bock drauf. Und lasst dementsprechend auch gerne ein Abo da, denn immer noch ungefähr 50% von den Leuten, die die Videos gucken, die haben nicht abonniert. Deswegen abonniert ihr jetzt. Vorher fange ich hier nicht an. Habt ihr abonniert? Na? Okay, jetzt können wir anfangen. Ich hoffe, ihr habt nicht abonniert. Das wär jetzt echt ein böser Move. Von dem her, let's go mit alle Stahl-Pokémon kurz bewertet. Das Ganze ist eine Stahlboa. Als ob ich das nicht cool finde. Das ist wieder ein bisschen too much. Der Junge sollte definitiv mal zum Zahnarzt. Ich glaube, es gibt neben Nachtara kein Pokémon, das mich im Competitive so abgefuckt hat wie Panzer Aeron. Ich weiß nicht, es ist irgendwie nicht schlecht und nicht gut. Es ist irgendwie... weiß nicht. Okay, das Ding hat gezeigt, dass man mit einem größeren Maul auf jeden Fall tatsächlich im Leben weiterkommt. Komm, das ist so ein kleines süßes Ding. Ja, komm, das mag jeder. Wir hatten alle so unsere Teenagerzeit und die war bei den meisten wahrscheinlich nicht so gut. Und das ist der große Daddy und der ist zu Recht da, wo er steht. Der sieht einfach aus, als hätte man den irgendwie an allen Ecken glatt geschliffen. Das Ding kann halt legit nicht mehr als den Bodycheck missen. Irgendwie tut's mir das Ding immer noch nicht so an. Okay, jetzt sprechen wir die gleiche Sprache. Das ist Bombe. Und da wurde einfach aus einer Bombe eine doppelte Bombe und vor allem 8 Arme und Beine. Das ist krass. Ja, ich bin schon recht froh, dass man den Original-Sprite von dem Ding geändert hatte. Das Ding ist halt legit ein Weihnachtsstern und hat mir, wenn ich gegen das gekämpft habe, noch nie einen Wunsch erfüllt. Von dem her, irgendwie cool, aber weiß nicht, dem fehlt trotzdem noch was. Na, das war es jetzt nicht unbedingt, was ihm gefehlt hat. Okay, das ist ein sehr, sehr, sehr cooles Legi. Bei dem ist wohl eine Schraube locker. Okay, jetzt sind einfach 2 von dem vorherigen. Okay, ich weiß, den hassen viele, aber ich finde den cool, okay? Ich weiß nicht, ich kann ihn nicht ernst nehmen. Der ist der Anführer der Ritter. Aber weiß nicht, der sieht aus, als hätte er Socken an. So, I mean, es ist einfach ein Schwert, aber es ist ein cooles Schwert. Ah, es sind 2 coole Schwerter. Okay, let's go. Eins der besten Designs überhaupt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich meinen Schlüssel in den Nebel werfe, ist der Nebel immer noch da. Ich weiß nicht, das Ding sieht einfach aus wie eine Bong. So an sich cool, aber im CP viel zu strong. Komm, das Ding ist schon einfach ziemlich cute, könnt ihr nichts anderes sagen. Ich weiß nicht, ob ihr den Anime gesehen habt, da war das ganz okay, aber irgendwie, ich mag die Vorstufe mehr. Und je größer es wird, desto weniger mag ich es irgendwie, aber ich meine, es hat Kurven. Come on, das Ding hat einen Hodensack am Kinn. Jetzt ein richtiger Wikinger, ist schon cooler, aber immer noch meh. Das ist ein sehr, sehr süßer Elefant. Das ist ein sehr, sehr cooler Elefant. Boah, Benjamin Blümchen hat sich echt gehen lassen, Alter. So, das Ding ist halt einfach ein Feuerzeug und ja, ich bin nicht Raucher. Und warum wurde das Feuerzeug jetzt zu einem Hochhaus? Damit haben wir alle Stahl-Pokémon kurz bewertet. Ich würde mich, wie gesagt, über ein Abo und eine Bewertung freuen. Stimmt unten in der Videobeschreibung ab, welchen Typ ihr als nächstes haben wollt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das Ganze jetzt auch noch mit den ganzen Pokémon machen. Ich werde euch eventuell die Liste aller Pokémon mal in die Beschreibung packen, damit ihr es rauskopieren könnt und dann könnt ihr es bewerten. Dementsprechend wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Man sieht sich beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.